Name ist Michel und ich bin hier für den Huawei-Blog und ich habe vor mir das Huawei P20. Ich habe das ganze Gerät jetzt mal zum Testen bekommen und ich werde mir jetzt mal anschauen, was so alles in der Box drin ist und möchte einfach, dass ihr da dabei seid. Ich sag schon mal vorweg, es handelt sich hier um ein Testgerät, also könnte die Box ein wenig komisch aussehen. Schauen wir mal rein. Natürlich begegnet uns als erstes das Huawei P20 in seiner vollen Größe. Ich hatte jetzt das wunderbare Glück und habe die pinke Version erhalten. Man sieht hier noch den Seriennummernsticker, den halte ich mal zu. Auf der Rückseite prangert schön die Leica Dualkamera, die ein bisschen raussteht, wie auch beim P20 Pro. Und auf der Vorderseite das schöne 6,1 Zoll Display mit TFT. Technik und ja, schauen wir mal weiter. Danach kommt eine kleine Einlage für das Gerät. Die Verpackung, wo normalerweise die Anleitungen und so weiter reingehören, aber wie gesagt, ist nun mal ein Testgerät. Und des Weiteren haben wir ein USB-C Schnellladekabel. Das Supercharge kann bis zu 4,5 Ampere. Eben auch den entsprechenden Ladeadapter. Wo könnt ihr hier auch nochmal sehen? Wartet mal. Stell mal scharf, genau, bis zu 5 Volt, 4,5 Ampere, der Huawei Supercharge Adapter. Des Weiteren in dem Paket ist natürlich auch, hatte ich hier eben vergessen zu zeigen, natürlich die SIM-Nadel ist mit bei. Ein paar Huawei Standard Kopfhörer, also ein Headset mit USB-C Anschluss, weil das Huawei P20 die keinen normalen Klinkenanschluss mehr hat. Aber wenn ihr trotzdem noch weiter nicht auf eure Klinkenkopfhörer verzichten möchtet, ist hier auch ein USB-C zu Klinkenadapter dabei. Das ist soweit alles, was in der Box ist. Ob eine Hülle dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt hier keine mit drin. Aber wie auch schon erwähnt, es handelt sich hierbei ja um ein Testgerät. Ich habe das Gerät auch schon mal soweit eingerichtet. Und gehen nochmal die Basics durch. Auf der linken Seite des Gerätes finden wir den SIM-Karten-Slot für Dual-SIM, leider keine SD-Karte mehr, sonst ist die linke Seite komplett freigehalten. Auf der rechten Seite finden wir den Power-Knopf sowie Lauter- und Leiser-Tasten. Auf der Unterseite sind der USB-C-Anschluss, der Lautsprecher und Mikrofon. Und auf der oberen Seite finden wir das zweite Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Auf der Vorderseite haben wir, wie schon erwähnt, das 6,1 Zoll TFT-Display mit an- und ausschaltbarer Notch. Ich mache die Notch gerade mal wieder an. Zack, dann sieht das Ganze so aus. Wie ihr eben schon gesehen habt, kann man das ganz einfach in den Settings umstellen. Und auf der Vorderseite finden wir auch den Fingerabdrucksensor, der auch, wie schon beim P10, als Navigationsbutton dienen kann. Was ich bei dem Gerät hier aber noch nicht eingestellt habe, deswegen seht ihr unten noch die Navigationsleiste. Ich werde das aber im Laufe der Zeit noch einstellen, um das auch zu demonstrieren. Auf der oberen Seite haben wir die 24 Megapixel Frontkamera, die auch mit Super Lowlight Technologie ausgestattet ist, aber dazu später mehr in einem weiteren Video. Wir haben auch den Receiver, die Hörmuschel und Näherungssensor, Lichtsensor, alles was man so kennt. Auf der Rückseite des Gerätes finden wir natürlich das Huawei-Logo mit Typenbezeichnung, das Emily und das Leica-Logo und die Leica Dualkamera. Ich halte die Seriennummer mal wieder zu, damit man die nicht sieht, und natürlich auch den LED-Blitz und die Sensorik für die Kamera. Soweit ist das jetzt das, was in der Box drin ist und der erste Eindruck vom Gerät. Es fühlt sich natürlich sehr hochwertig an, die Glasrückseite könnte ein bisschen griffiger sein, aber was ich alles mit dem Gerät jetzt erleben werde und wie es sich im Alltag schlägt, erfahrt ihr zu gegebener Zeit. Soweit war es das jetzt für das P20 im Unboxing und ersten Look und ich würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback da lasst. In diesem Sinne verabschiede ich mich, auf Wiedersehen.